Hallo zusammen. In dem vierten Teil unserer Serie Top 5 Fehler beim Zeichnen gehen wir auf das Thema Beobachten ein. Also ihr werdet sehen, dass die meisten nicht richtig beobachten. Das ist jetzt so das Ergebnis von einer richtigen und einer falschen Beobachtung. Und wir fangen mit dem vierten Fehler an, das Beobachten. Und analysieren. Wir nennen es immer Beobachten und Analysieren, weil uns ist es immer wichtig, dass die, bevor man etwas zeichnet, ganz genau sich anschaut, welche versteckten Details hat es, wie ist das Verhältnis zur Breite, zur Länge, wo sind jetzt, also wie wir jetzt in der Klammer sehen, die Details, dass die Klammer an sich auf dem Stück Holz, wo liegt es, wo sind welche Öffnungen. Nur wenn ihr richtig beobachtet, nehmt euch lieber die 10, 15 Sekunden Zeit, um das Objekt richtig zu analysieren. Und dann habt ihr eine ganze Menge gewonnen, weil ihr einfach das Ding richtig zeichnet. Also wir gehen jetzt davon erstmal jetzt aus, dass wir jetzt an der Stelle die falsche Klammer zeichnen. Positionieren einfach die Sachen, die es sein sollten, jetzt zum Beispiel hier, dass es sofort schräg ist. Was nicht stimmt, wenn man auf die Klammer schaut, da ist es ein bisschen abgeflacht auf der Seite. Platzieren die Löcher vielleicht ein bisschen falsch. Also das sind so gängige Fehler, die ganz, ganz viele beim ersten Zeichnen machen. Also hier ist so die Perspektive schon ein bisschen richtig, wenn man ein bisschen Übung hat. Aber der Rest stimmt einfach nicht. Auch hier wieder, die Öffnung für diese Scharnier, für diese Klammer ist zu weit hinten, sodass die oben nur noch ganz, also theoretisch würde sie sich ganz schwer öffnen lassen, weil die nicht richtig platziert ist. Die Löcher können wir noch ein bisschen ausarbeiten. So, wenn man sieht, dass die Klammer dort hinten hinter dem Stück Holz verschwindet und kommt auf der vorderen Seite wieder raus und wir haben die jetzt ganz einfach hier vorne dargestellt. Das ist ein bisschen jetzt übertrieben, aber das ist wichtig, wie man mit Details einfach umgeht. Ob das jetzt ein Fahrzeug ist, ob das jetzt natürlich ein Porträt ist, Kleidungsstück, das ist immer sehr, sehr wichtig, dass es richtig sofort skizziert wird. Was ja von der Beobachtung abhängt. So, und jetzt machen wir das Ganze noch einmal, aber mit der richtigen Beobachtung, also dass im vorderen Bereich die Klammer auch abgeflacht ist, nicht so ganz spitz, dass die Flügel hinten viel weiter nach vorne gehen. Also hier sehen wir es schon, es ist leicht abgerundet. Die Position der Klammer ist, also des Scharniers, damit meine ich das Scharniers, ist weiter nach vorne gerückt, also nicht ganz mittig, aber etwas außerhalb der Mitte. Und die einzelnen Teile, also hier die Rundungen einfach, besser zur Geltung kommen und dementsprechend auch die Länge hinten an der Stelle, wo es dann, wo man es eigentlich zusammendrückt, dementsprechend auch länger ist, was der Realität auch entspricht. So, das ist jetzt eigentlich im Grunde genommen alles. Wie gesagt, achtet darauf, dass die einzelnen Elemente stimmig richtig positioniert sind. Wie die Details, die Form, ob es rund oder eckig oder leicht angewinkelt ist. Das sind Sachen eigentlich, die in so einer Zeichnung sehr, sehr wichtig sind. Hier haben wir eine kurze Markierung mit den Pfeilen, auf welche Sachen ihr unbedingt achten solltet. Jetzt speziell bei diesem Objekt. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Teil dabei seid, beim letzten vorerst. Die Serie wird sicherlich nochmal
anders wiederholt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Akademie-Ruhr-Team. Bis dann.